so dumm kann doch in echt gar keiner sein, oder? Warum nicht nur dumme Menschen auf Alex Green und Co. reinfallen, darum soll es im heutigen Meinungsvideo gehen. Bevor ich gleich loslege, möchte ich dich gerne bitten, meinen Kanal jetzt hier unten zu abonnieren und diese Glocke zu aktivieren, falls du das noch nicht getan hast. Denn vielleicht möchtest du ja in Zukunft noch weitere Videos von mir sehen und auf diese Weise hast du eine gute Chance, dass du nichts verpasst. Aber jetzt direkt zum heutigen Thema. In letzter Zeit häuft sich glücklicherweise immer mehr offene Kritik an diversen sogenannten angeblichen Gesundheitskanälen aus der meist esoterischen Rohkostszene, deren Vertreter ihren Zuschauern nicht nur haltlose Versprechen und Lügen auftischen, sondern ihnen ganz nebenbei auch noch gewaltig das Geld aus der Tasche ziehen. Und dabei, und das ist das eigentliche Problem, das ist das eigentliche Verbrechen dabei, sogar in Kauf nehmen, dass sich ihre Zuschauer ernsthaft gesundheitlichen Schaden zufügen, weil sie ihnen suggerieren, sie müssten nur irgendwelche teuren Pulverchen schlucken und tägliche Einläufe machen, anstatt sich ganz einfach mal medizinisch durchchecken zu lassen, wenn mal irgendwo irgendwas zwickt und drückt. Häufig lese ich dann in manchen Kommentaren unter solchen kritischen Videos immer wieder solche Sätze wie zum Beispiel: Wer so dumm ist und den Schwachsinn glaubt, was diese durchgeknallten Scharlatane behaupten, sind sie doch selber schuld. Oder aber sogar noch viel härtere, extremere Formulierungen, wie zum Beispiel: Sehen wir es doch als eine Art natürliche Selektion, sollen diese ganzen Idioten sich doch ruhig alle selber kaputt richten, denen ist doch sowieso nicht mehr zu helfen. Aber sind es denn wirklich immer nur sehr dumme Menschen, die sich von so etwas leicht beeinflussen lassen? Leider nein. Auch erwachsene, sehr intelligente Menschen bekommen wegen Aussagen eines Alex Greens plötzlich Angst und Panik vor Parasiten. Menschen mit teilweise sehr guter Schulausbildung glauben trotzdem ohne jeden Zweifel einem Patrick von Roh Vegan am Limit, wenn er sein geheimes Wissen aus angeblich der Öffentlichkeit vorenthaltenen Studien präsentiert. Dass er dabei aber meist nur ein paar spezifisch rausgepickte Ausschnitte aus den Studien in seine Videos einbaut, die er gerade irgendwie so für seine Verkaufspräsentation brauchen kann, die aber ansonsten jeglicher tatsächlichen Aussagekraft entbehren, wird von niemandem wahrgenommen. Er klingt ja schließlich auch immer so schön klug dabei. Nicht selten betrifft das solche Menschen, die von der Schulmedizin irgendwann in der Vergangenheit einmal bitter enttäuscht wurden. Vielleicht wurden sie von ihrem Arzt nicht ernst genommen, vielleicht wurden sie nicht richtig wahrgenommen, vielleicht wurden sie falsch behandelt oder aber auch einfach mal komplett erfolglos behandelt. Ich selbst kann verstehen, dass man als kranker Mensch nach jedem erdenklichen Strohhalm greift, um wieder gesund werden zu können. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man jemanden nach einer derben Enttäuschung den Rücken zukehrt. So etwas kennen sicherlich die meisten Menschen aus dem persönlichen Bereich. Man fühlt sich irgendwie hintergangen, verlassen, falsch verstanden und allein. Und man verspürt dabei einen großen Frust, vielleicht sogar einen Hass. Dies wirkt sich dann mitunter so stark aus, dass vielleicht nicht nur dieser eine Arzt, sondern gleich direkt die komplette Schulmedizin verurteilt und verteufelt wird. Dann heißt es sehr schnell: Die sind doch alle gleich, alle korrupt, alles Verbrecher, die wollen uns nur schaden, die wollen nur an unser Geld. Und unser Gehirn greift, ähnlich wie ich das schon mal in meinem Verschwörungsvideo geschildert habe, auf die üblichen Schutzmechanismen zurück und will diese Lücke, diese Erklärungslücke schließen. An wen sollen wir uns mit all unseren Wehwehchen denn wenden, wenn doch scheinbar alle Ärzte schlecht und von der bösen Pharmalobby gekauft sind? Halleluja, da gibt's ja zum Glück noch diese uralten Bücher von Arnold Ehret und all diese neuen alternativen Rohköstler auf YouTube. Ich weiß, ich mache mir jetzt garantiert keine Freunde mit diesem Video, aber das ist mir egal, das muss ich einfach mal so in aller Deutlichkeit sagen. Es wird nämlich jegliche Logik und jeder gesunde Menschenverstand wieder hinten angestellt und man ist bereit,
Unsummen für Nahrungsergänzungsmittel zu bezahlen, nur weil irgendein Greis mit komischen lila Haaren gesagt hat, ich brauche das unbedingt. Es ist allerdings gar nicht so verwunderlich, dass Anhänger von sogenannter Alternativmedizin oftmals eine bessere Grundbildung haben. Je mehr wir im Laufe der Zeit gelernt haben, desto öfter müssen wir erkennen, dass wir uns in manchen Dingen auch mal getäuscht haben. Das ist ein ganz normales Phänomen. Wir haben also auch mal gelernt, öfter mal kritisch an eine Sache heranzugehen. Je intelligenter wir sind und je mehr Lebenserfahrung wir besitzen, desto größer ist unser Drang, gewisse Dinge auch mal zu hinterfragen und nach alternativen Lösungswegen zu suchen. Kritische Menschen hinterfragen einfach mehr. Aber auch beim Hinterfragen kann man sich leicht in die Irre führen lassen, weil wir immer mal wieder gewissen Verzerrungsfehlern bzw. sogenannten Biases unterlegen sind und ganz offensichtliche Fehler in der Argumentation von solchen Individuen schließlich übersehen. Wahrscheinlich spielen aber auch noch weitere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die persönlichen finanziellen Mittel. Denn so eine, ich nenne es jetzt mal Grundversorgung von diesen alternativen Heilsversprechern, kostet schließlich monatlich einen ganzen Batzen Geld. Aber auch das soziale Umfeld, in dem man sich bewegt, ist bestimmt ein wesentlicher Faktor. Denn hierdurch werden solche Meinungen und Ansichten natürlich gerne gegenseitig immer wieder fleißig befeuert und bestätigt. Und das macht es einem dann umso schwerer, seinen Blick mal wieder zu weiten und andere Argumente überhaupt zuzulassen. Nicht zuletzt halte ich es aber auch für ein Ego-Problem. Wir neigen insgeheim doch alle, immer, zumindest so ein kleines bisschen zur Selbstüberschätzung. Bitte an dieser Stelle nicht verwechseln mit dem Dunning-Kruger-Effekt, auch wenn es hier vielleicht Parallelen gibt, aber ich meine ein bisschen was anderes. Wir halten uns doch alle für die besten Autofahrer. Wir glauben, wir würden uns nicht von plumper Werbung beeinflussen lassen und so weiter. Und schließlich halten wir uns auch immer dann für besonders intelligent, wenn wir für ein potenziell großes Problem eine vermeintlich super einfache Lösung gefunden haben. Ich erinnere an dieser Stelle nur mal an den Satz, Tiere kochen nicht, daher sollte es der Mensch auch nicht. Das ist nur ein ganz simples Beispiel für ganz, ganz viele solcher Fehlschlüsse. Und weil diese Lösungen ja so einfach klingen und so einfach sind und so viel besser sind, sonst aber niemand drauf kommt oder die Wissenschaft uns ganz arglistig verschweigt, wird das unserem Wunsch gerecht, uns Erhabene zu fühlen. Aber, liebe Leute, dazu muss ich leider sagen, da sind halt dann doch meist die Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstand, die sich aber dessen bewusst sind, dass sie kein medizinisches Fachwissen haben und sich deswegen vertrauensvoll an Experten wenden, am Ende die deutlich klügeren. Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Kommentare. Schreibt mir unten rein, was ihr dazu meint. Werfet eure Steine der Verachtung auf mich und hinterlasst mir eure Wertung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.